Wald Marzahn, liebe Freunde von Alpha Hunters, also Alpha Shooters. Wir sind in Halle 8 bei der diesjährigen Jagd und Hund 2024 hier in Dortmund und wir präsentieren euch die nächste Weltneuheit von Thermtec, das erste Wärmebild-Vorsatzgerät. Neben mir steht Burkhard Muschig und der wird euch jetzt mal sagen, was dieses kleine Gerät, was auf diesen Zielfernrohr von DD Optics montiert wurde und dieses kann. Ja, das ist das neue Hunt 650, wie gerade schon bemerkt, das erste Wärmebildvorsatzgerät von Thermtec, das sich unserer Ansicht nach durch eine ganze Reihe von Besonderheiten auszeichnet, die die Wettbewerber bisher noch nicht geboten haben. Da gibt es erstmal eine sehr gute bildliche Darstellung, die Feinzeichnung, die Auflösung, das ist wirklich outstanding. Das Gerät hat einen 640x512 Sensor bei einem Monitor von 1024x768. Die Thermosensibilität ist mit einem NETD-Wert von 20 bzw. unter 20 MK wirklich bemerkenswert gut. Bei ersten Tests konnten wir auf die Scheibe gezielte Schüsse abgeben, ohne dass man ein Wärmepad angebracht hat. Man konnte also in einer völlig dunklen Schießbahn den Scheibenrahmen erkennen. Man hätte es einfach vierteln können, dann wäre es gut gewesen. Sehr interessant, was mir auffällt, es ist sehr leicht und sehr klein und kompakt. Das ist es. Mit dem angebrachten Connector, um es am Zielfernrohr anzubringen, hat es ein Gewicht von 423 Gramm. Bei einer Länge von 14 cm insgesamt und das mit einem 50 mm Objektiv. Ja. Es hat eine Videoaufnahmefunktion? Es hat eine Foto- und auch eine Videoaufnahmefunktion. Für diese Aufnahmefunktion steht ein eingebauter Speicher von 64 GB zur Verfügung. Das ist schon bemerkenswert viel. Darüber hinaus hat das Gerät eine Funktion, die man aktivieren kann, die vor und nach dem Schuss einen Zeitraum von 11 Sekunden aufzeichnet. Dann vorteilhaft, wenn, wie bei Schwarzwild nicht selten, nach dem Schuss das Stück nochmal abgeht mit der Rotte. Man kann nachvollziehen, wo sitzt der Treffer, wo ist die Fluchtrichtung, wo liegt das Stück jetzt beispielsweise in irgendwelchen Deckungen. Nun gibt es ja noch nicht so viele digitale Inhalte über dieses Produkt. Ich habe da drüben eine Karte gesehen. Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen da jetzt mal rüber und die Kamera folgt uns mal. Ja. Ich folge dir einfach mal und du erklärst mal unseren Zuschauern, geh mal bitte ein bisschen dichter ran und erklär mal bitte, was unsere Zuschauer hier sehen. Sehr gerne. Ich nehme das mal ab, dann kannst du das mit den Händen besser erklären. Genau. Hier unten sehen wir die erste Anschussscheibe. Wir haben das Gerät vor gerade mal 2 Wochen bekommen. Ich habe das Gerät montiert und habe es voreingerichtet, indem ich nur über das Zielfernrohr das Wärmebild anvisiert habe. Ich habe dann das eingeschaltete Gerät vorgesetzt und das Absehen durch das Gerät zum Wärmepad hin nachjustiert auf der X- und Y-Achse. Kamera geht mal ein bisschen dichter ran, bitte. Und habe dann den ersten Schuss abgegeben, der hier zu sehen ist, auf passender Höhe schon 6 cm links. Ja. Bei einer Schrittweite der Einstellung von 1,6 cm wären das also so 4 Schritte gewesen. 6,5 cm links sind wir. Ich wollte wissen, wie genau wird das übernommen, wie präzise sind die Stellschritte von 1,6 cm und habe deshalb nur 2 gemacht, um dann den Schuss abzugeben. Das fand ich bemerkenswert gut. Nochmal 2 Schritte rübergestellt, da war ich im Wärmepad und dann haben wir eine neue Scheibe aufgehängt. Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen und das hat eine ganz spezielle Person gemacht. Richtig, wir haben in unserem Medienteam einen Bundeswehr-Scharfschützen, einen ehemaligen Bundeswehr-Scharfschützen. Einen richtig guten. Einen richtig guten, Der hat dann mit meiner Bergara Carbon in 308 die 3 Schüsse abgegeben. Den ersten Schuss mit 8-facher Vergrößerung. Geh mal nochmal bitte dichter ran. Den zweiten Schuss mit 12-facher und den dritten Schuss mit 15-facher Vergrößerung, weil wir es einfach mal auf die Spitze treiben wollten, sind doch meistens bei vergleichbaren Geräten bei 8-facher Vergrößerung die Darstellungswerte nicht mehr so wirklich prickelnd. Ja. Und wir haben dann hier eine Gruppe von Mittelschussloch zu Mittelschussloch von 15 mm, das spricht, denke ich, für sich. Ja.
Das war uns natürlich nicht genug und so haben wir dann am vergangenen Sonntag unter Revierbedingungen das Gerät mit der gleichen 308 auf 100, 200 und 300 Meter getestet. Mhm. Und beim 100 Meter Test haben wir es nochmal unterbrochen und wir haben das Gerät auf einem zweiten Speicherplatz auf eine 375 Holland und Holland gesetzt. Mhm. Der Hersteller gibt eine Belastbarkeit mit einer Geschossenergie von 6000 Joule an. Die Laborierung, die wir hatten, hat mehr als 6000 Joule. Wir wollten wissen, was kann das Gerät, verkraftet es das, wird es irgendwie affektiert dadurch. Das war nicht der Fall. Die Schüsse haben auf 100 Meter perfekt gesessen und danach haben wir es wieder auf die 308 gesetzt und haben es auf 200 und auf 300 Meter auf das Stahlziel ausprobiert und auch da waren die Treffer praktisch Formsache. Ja. Entsprechendes Video haben wir auf unserem Lippe-Jacht-Kanal. Schaut da einfach mal vorbei. Ja, kann man sich gerne anschauen. Und alles in allem kann man sagen, dieses Gerät erfüllt alle Ansprüche, die man als Jäger an so ein Vorsatzgerät stellen kann, nach unserer bisherigen Erkenntnis perfekt. Es ist einfach zu bedienen, klein und leicht. Es verändert die Balance der Waffe so gut wie gar nicht. Mhm. Es ist zuverlässig, es ist belastbar, man hat eine exzellente Bilddarstellung. Was mehr kann man wollen? Ja, ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage ist die Akkuleistung. Es ist ein festverbauter Akku, ne? Das ist ein festverbauter Akku, der mit einer Standzeit von 6 Stunden angegeben ist. Wir haben es schon mal durchlaufen lassen. Bei normaler Temperatur, bei 6 Stunden 20 Minuten, wurde das Batteriesymbol rot. Das heißt, das Gerät verlangt dann nach dem Ladekabel. Ja. Ich habe es selber bei minus 6 Grad im Revier schon mal getestet, vorletzten Freitag. Da war dann bei permanentem Betrieb und viel Daddelei, um mich mit dem Gerät vertraut zu machen, nach 2,5 Stunden das Batteriesymbol ungefähr bei der Hälfte. Das heißt, unter diesem winterlichen... 4 bis 5 Stunden schafft man. 4, 5 Stunden schafft man sicherlich. Was die Bedienbarkeit angeht, da habe ich auch eine Fernbedienung hier gerade mal an meinem linken Ringfinger angebracht. Mhm. Die liegt bei in einem kleinen Kästchen mit einer CA2032 Batterie. Mhm. Ist es in diesem Kästchen aufbewahrt, wird es über die Kontakte automatisch aufgeladen. Mhm. Und man hat hier die gleichen 3 Bedienelemente, die man auch oben auf dem Gerät findet. Das heißt, man kann es auch ganz bequem fernbedienen, wenn man denn möchte. Ja, bleibt für mich abschließend nur noch eine Frage. Neues Produkt, gibt es dafür schon einen Preis? Der Preis liegt bei, wie ich finde, sehr günstigen 2.990 Euro für ein Gerät, das sicherlich im High-End-Bereich rangiert. Und vergleichbare Geräte der Vorzeit waren da preislich erheblich höher angesiedelt. Ja. Du siehst, ich bin gerade ein bisschen geschockt. Ich habe eigentlich mit über 3.000 Euro damit gerechnet, aber... Das haben viele. Wir haben auch gerade deshalb hier sehr viel Interesse wahrnehmen können, seit gestern und heute vor allen Dingen doch viele Leute sich explizit dafür interessiert haben. Ja. Ja, sehr interessantes Produkt. Ihr könnt ja mal in die Kommentarzeile reinschreiben, was ihr von diesem Produkt haltet und sind wir auf alle Fälle gespannt. Ich sage erstmal Dankeschön, ich gebe dir das wieder zurück. Sehr gerne. Ich gerne mitgenommen Vielen Dank fürs Interesse. Ja. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach hier in Halle 8 vorbei. Ist auch Halle 8, ne? Halle 8, ja. Lippe-Jagd Termtech. Da findet ihr das Produkt. Und verfügbar ist es schon, ne? Verfügbar ist es und Nachschub ist schon geordert, kommt in Kürze. Kommt also in Kürze.